Some nights I stay out, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips would build a castle. Some nights I wish they'd just fall off. But I still wake up, I still see a ghost. Oh Lord, I'm still not sure what I stand for. Oh, what do I stand for? What do I stand for? Most nights I don't know anymore. So, der nächste Song, den habe ich geschrieben unter dem Namen Die Wölfin. Und Die Wölfin ist ein Song über Dinge, die einem im Leben rufen, wo man auch weiß, dass man sich vielleicht erstmal eine blutige Nase holt, aber am Ende lohnt sich vielleicht das Risiko. Und der Dirk, der hat meine Wölfin in die Finger bekommen und hat hier für diesen Abend nochmal ein ganz besonderes Arrangement gemacht. Viel Spaß mit Die Wölfin.
Schritt zurück. Plötzlich stand sie da am Wald. Sie trug den Kopf nicht mehr so stolz wie zuvor, doch sie ist wieder da. Das Fremde, das sie so laut rief, der Duft der Nacht, das Geheimnis und der Wald haben ihr kein Glück gebracht. Hand in Nacht hoch. Geht einfach los, schaut nicht zurück. Es zählt, was kommt und nicht, was war. Hör die Nacht ruft. Heult sie allein.
Dankeschön. So we still having a good time, huh? Can I get everybody to stand? No. No, not this time. Sit down. Anyway, this song is something that at this point of time I would say used to be. It used to be, because if you don't know, times are changing, and not changing in a very good way. Today, just today, my bag, Tasha, and my manager's bag was stolen right here in the church today. So things need to change. And if you can help them change back to the way it used to be, then this song will come alive again. Trees of green, red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds so white, the bright blessed days, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful the colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of the people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow, they learn much more than I'll ever know, and I think to myself, what a wonderful
of the rainbow, so pretty in the sky. Or also on the faces of the people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying. I watch them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Of course, Mr. Louis Armstrong, he kind of said it something like, I hear babies cry, I watch them grow, they learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Hello, darling. What a wonderful. What a wonderful. Let's keep it. I like that. What a wonderful. Also, ich bin ja jedes Mal geflasht. das ist doch einfach, ich weiß nicht, ob ihr es wirklich verstanden habt, also dem Mann wurde echt alles heute geklaut, was man ihm klauen kann. Seine Tasche und die Tasche seiner Managerin sind leider wirklich beim Soundcheck gestohlen worden. Und er liefert hier so eine Show ab, ich bin total überwältigt. Umso mehr ist es mir eine Ehre, jetzt danach was machen zu dürfen. Und zwar mache ich noch einen Song von meiner Band. Und der Song liegt mir total am Herzen, weil der für unseren Bandkollegen ist, der eine Beziehung quasi beenden musste, weil die andere Hälfte ihn einfach nicht mehr geliebt hat. Und das ist einfach sehr, sehr hässlich und das tat uns sehr leid. Und deswegen liegt uns das total am Herzen. Das bringt die schönsten Bilder, eure Art füreinander da zu sein, wie zwei verspielte Kinder. Und sie fragten sich, wer, wenn nicht wir, bleibt ein Leben lang zusammen.
bis es hell wird. Keine Kinder, kein Papier, komm, es wäre einfach still und vorbei. Keine Ängste, keine Sorgen, wir beide wären einfach wieder frei, wie wir es immer sein wollten. Ich dachte nur, es ging auch zu zweit. Und jetzt steh ich hier am Eiffelturm und trag dein Bild ganz nah bei mir. Du fehlst mir hier, neben mir hier. Und es ist alles erledigt, es ist alles gesagt. Alles habe in Ordnung und zu Ende. Ja, wenn Sie dieses Programmheft vor sich haben, dann sehen Sie das nächste Stück, da bin ich ganz allein unterwegs. Das haben wir vor 2 Jahren auch so gemacht, habe ich mir gewünscht, ein Stück solo am Klavier spielen zu dürfen. Das rührt so ein bisschen aus der Vergangenheit her. Der Helge, ich weiß gar nicht, jetzt ist er reingegangen, also mein Co-Pianist heute und auch mein langjährigster und bester Freund. Wir beide haben eine gemeinsame, also für mich ist es Vergangenheit, für ihn ist es noch Gegenwart. Und zwar haben wir als Kreuzfahrtpianisten gearbeitet. Der Helge macht das jetzt als Fulltime-Job. Ich leider nicht mehr. Ich habe zu viel von diesen Seekrankheitstabletten schlucken müssen. Deswegen brauche ich jetzt einen Job an Land. Und da in dieser Zeit, beziehungsweise wenn man so in einer Bar spielt, merkt man immer wieder, man spielt eben im Hintergrund und die Leute reden, unterhalten sich, ist auch schön und man untermalt so den Hintergrund. Aber es ist eben auch ganz genauso schön, wenn man am Klavier mal etwas spielen darf, wo alle still sein müssen. Und dann habe ich gedacht, ja,
Das ist doch hier jetzt genau die richtige Gelegenheit. Deswegen möchte ich jetzt ein Stück spielen. Das ist eine Eigenkomposition von mir, die heißt Love of My Life. Dahinter steckt tatsächlich das, was Sie ahnen. Also ich habe neben diesem Riesenkonzert dieses Jahr noch eine andere verrückte Idee gehabt, nämlich noch eine große Veranstaltung, die für mich persönlich sehr wichtig war in diesem Leben, mit zu organisieren. Die Hauptorganisation hat meine Frau gemacht, nämlich meine Hochzeit. Vielen Dank. Und da mein Beitrag war der Hochzeitswalzer und ein Stück eben, das Hochzeitswalzerchen, das ich da selber gebastelt habe. Und daraus möchte ich jetzt eine Was uns am Herzen liegt Version spielen. Viel Spaß.
Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Da ist er wieder, der mit dem Kehlkopfproblem. Ja, das bin ich. Der nächste Song ist von einer Band, einer Boygroup besser gesagt, Take That. Müsste eigentlich einigen noch ein Begriff sein aus den 90ern. Ich darf diesen wundervollen Song, den ich echt gerne singe und der einfach für mich so ganz viel Freude mit sich bringt, mit dem Chor zusammen singen, mit Voice Cream. Vielen, vielen Dank dafür. Bevor wir anfangen, wenn man da hinten sitzt und man fühlt sich an die Gurgel und denkt, verdammt, heute ist nicht dein Tag, ja, aber irgendwie kriegst du es rum, dann erinnere ich mich immer wieder in diesen frustrierenden Momenten, auch in der Orga oder in irgendwelchen Themen, die wir hatten, in was auch immer, erinnere ich mich immer an einen Moment, und zwar an den Moment, als wir ein Foto gemacht haben bei der Scheckübergabe nach unserem Konzert im Jahr 2015. Dann erinnere ich mich nämlich an die wundervolle Marleen, die leider jetzt nicht mehr da sein kann, deren Fotos da hinten auf dieser Pinnwand sind. Und ich erinnere mich an etwas ganz, ganz Tolles. Ich erinnere mich daran, dass der Christian, ihr Vater, der ist heute Abend hier, dass der zu einem wundervollen und richtig guten Freund für mich wurde. Durch diese ganze Geschichte, und man erinnert sich immer wieder, wofür man es tut, nämlich fürs Olgele, für diese Kinder und dafür, dass die einfach besser betreut, besser umsorgt werden, dass es einfach mehr getan wird für diese Kinder. Deswegen heute Abend hier Shine mit Voice Cream. Such a big star to me. You're everything I wanna be. But you're stuck in a hole, and I want you to get out. I don't know what there is to see, but I know it's time for you to leave. We are just pushing along, trying to figure it out. Now, Lord, don't you let the demons pull you down, 'cause you can have it all. You can have it all, oh, oh. So come on, get it on. Don't know what you're waiting for. Your time is coming, don't be late. Hey, hey, so come on, see the light on your face. Let it shine, just let it shine. Let it shine. Stop being so hard on yourself, it's not good for your health. I know that you could change, so clear your head and look around. You only have to open your eyes, it might just big surprise. And it may feel good, and you just want to smile, smile, smile. Oh, don't you let your demons pull you down, 'cause you can have it all. Oh, oh, so come on, so come on, get it on. Don't know what you're waiting for. Your time is coming, don't be late. Hey, hey, so come on, see the light on your face. Let it shine, just let it shine. Let it shine. Hey, let me know ya, let me know. Yeah.
Dankeschön. Wow, was eine Stimme, hä? Wie sagt man, gelernt ist gelernt. Okay, ich möchte noch ein Stück aus meinem Album Alles wird gut spielen. Und irgendwie hat man bei manchen Stücken so eine Eingebung, irgendwie so ein Gefühl. Und das Stück, fand ich, war ein ganz besonderes Stück. Und deswegen haben wir den Titel Unendlich gegeben. Here we go. Irgendwie geht's immer weiter, doch manchmal denk ich, was kommt danach? Wir schaffen das nur gemeinsam. Und ich hoffe, schaffen uns nicht ab. Du und ich, das ist so wertvoll. Keine Kraft soll es zerstören. Und die Stimmen werden immer leiser, weil wir nicht mehr auf sie hören. Unendlichkeit, ich seh dich an und wünsche mir Unendlichkeit. Ich trag dich immer hier, unendlich in mir. Dein Gesicht erzählt Geschichten, deine Haare sind schneeweiß. Du hast eigentlich mehr Respekt verdient, bist von weitem gereist. Bist hier gelandet, um zu helfen, nicht um uns nur zuzuschauen. Ja, und ich lieb dich für das, was du bist, denn ich teile deinen Traum. Unendlichkeit, in deinen Armen fühl ich mich unendlich weit. Ich trag dich im hier, unendlich in mir. Bist mein Bruder, meine Schwester, meine Hoffnung und mein Ziel. Denn nur zusammen sind wir im Moment, im Jetzt und hier.
Ja, es gibt so einige Lieder, die packen einen so richtig an die Seele. Man muss sich bewegen. Und für mich ist das Feeling Good von Nina Simone. Ich werde sicherlich Nina Simone nicht gerecht mit meiner Stimme. Aber ich denke, mit dem richtigen Feeling und vielleicht auch ein bisschen Mitgehen von Ihnen, bin ich auf jeden Fall dabei. Feeling Good von Nina Simone. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Ooh, yeah, and I'm feeling good. Oh, and I'm now.
So, jetzt aber. Ich bin's wieder, der Jake von Jake and the Convolution. Und ich mache noch ein bisschen Rock'n'Roll für euch. Und auch natürlich mit dem eigenen Song. Der heißt Colors. Und anders wie bei dem anderen Song, den gibt's schon auf Platte. Und wenn ihr den kaufen wollt, freut sich Hobbs ganz arg, weil ich spende alles natürlich nachträglich. Wenn ihr Platten kauft, geht das alles direkt zu 100% an Hobbs. Und ja, die anderen Künstler haben auch ein paar Platten dabei. Kauft einfach gute Musik. Bei Colors geht es an sich so ein bisschen um Grenzen überschreiten, wenn sich was im Leben ändert. Wie weit kann ich über meine eigenen Grenzen gehen? Für was bin ich bereit unterm Strich eigentlich? Es geht um Toleranz. Toleranz steht uns allen sehr gut in diesen Zeiten. Das ist Colors.
Vielen Dank euch. Dankeschön. So, der nächste Song, der liegt mir ganz besonders am Herzen, weil der aus einem Film stammt, den ich ganz besonders mag, Dreamgirls. Gibt's wunderbare Musik, energiegeladen. Und was gibt es Schöneres, als jemandem zu sagen, dass man ihn liebt? Love you, I do. Also wenn sonst niemand nach vorne kommt, mache ich das mal. Soweit ich das im Blick und im Griff habe, kommt jetzt eigentlich unsere zweitletzte Nummer. Aber weil er jetzt nicht da ist, gehe ich mal davon aus, dass das jetzt diejenige Nummer ist, die wir streichen aufgrund dieser Kehlkopfgeschichte von Benny. Aber ich finde, was er da vorhin gemacht hat als Graf Krolok und bei Shine, das war Wahnsinn. Dafür, dass er kaum reden kann. Deswegen kommen wir jetzt tatsächlich zu unserer letzten Nummer heute Abend. Und die Nummer, die war auch lange Zeit unser kleines Sorgenkind, weil die Nummer hat der Chor beigesteuert, also Voice Cream. Und Cornelius hat zu mir gesagt, ah, Dirk, super, da haben wir den Logical Song von Supertramp. Den können wir doch gut machen. Da dachte ich, hey, Logical Song, das ist eine super Sache. Kann man auch gut mit Band machen.
und vielleicht auch gut mit einem Solosänger, den wir ja quasi beisteuern. Und da hatten wir an den Johnny Akers gedacht und es war auch alles ganz super, bis wir gemerkt haben, der Chor singt diesen Logical Song in D-Moll. Das ist ein Ganzton höher als die Originaltonart, wie man es so von der CD kennt. Der Johnny allerdings singt es eben original wie von der CD in C-Moll. Und jetzt denkt man, naja, so ein Ton kann man sich in der Mitte treffen, aber das war irgendwie nicht so. Und jetzt haben wir daraus was gemacht, was uns ganz gut gefällt. Wir haben jetzt ein Mash-up, wie man sagen würde. Wir bauen also diesen Song zuerst aus einem Part zusammen, der nur a cappella vom Chor gesungen wird. Und gehen dann über in die Version, die man kennt von der CD, aber nach wie vor begleitet vom Chor. So ist es ungefähr richtig, oder? Also das verwirrt jetzt wahrscheinlich komplett. Wir sind auch komplett verwirrt, aber wir probieren das jetzt einfach. Can you hear me? Friends, you try and leave. La la la.
Hey, Donnie Schön, Waldo Weather is my man on the sax. And this core, geil. Wunderschön, danke schön. Vielen. Vielen, vielen Dank. Hey, Dirk, ganz kurz. Kurz. Kurz, kurz. Ganz gut. But ganz, ganz, ganz kurz. Vielen, vielen Dank zunächst mal an euch, an Sie alle, dass ihr mit uns die 3 Stunden hier durchgestanden habt. Vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid, dass ihr wieder die Kirche gefüllt habt. Wir sind sehr, sehr, sehr glücklich. Die Anstrengungen der letzten Monate haben sich gelohnt. Vielen Dank. Und jetzt möchte ich eine Person, also ja, wir haben natürlich noch Zugaben dabei, aber bevor wir das machen, möchte ich eine Person hier auf die Bühne bitten, die hier die Mutter von dem ganzen Ding ist, was wir hier machen. Wir sind ihre Kinder und sie ist die Mutter, weil sie uns alle hier, sie weiß alles, was wir tun. Sie hat die WhatsApp-Gruppe, wir haben eine WhatsApp-Gruppe seit gefühlten 3000 Wochen. Schreibt sie, ich weiß nicht mehr, ob sie schläft, also sie hat auch neue Uhrzeiten erfunden, 27 Uhr hat sie neulich geschrieben. Sie spricht auch vom sogenannten schneller Schlafen, weil einfach so viel zu tun ist. Ich möchte jetzt auf die Bühne bitten, ich hoffe, sie ist da, die Gudrun Sirsch. Ganz kurz vorstellen, Christian, ich bin der Papa von Marlene. Es gibt eine Person, die heute Abend hier war, die vielleicht nicht alle gesehen haben, aber sie war da.
Und ich möchte mich im Namen von Marlene bei euch allen bedanken. Wunderbarer Abend, ein toller Abend, ein traumhaftes Konzert. Und ihr habt euer Versprechen eingelöst. Klasse. Vielen, vielen Dank. Wir schauen uns da an. Seid ihr bereit für eine Zugabe? Never meant to, 'cause you're my sorrow. I never meant to, 'cause you're my pain. I wanna time to see like this. We'll be right back.
natürlich. Und mich beschleicht das Gefühl, dass ihr eventuell noch einen Song vertragen könnt, oder? Der Song, den ihr jetzt hören werdet, ist aus einer Messe, die nennt sich Missa Humana, geschrieben vom Gabriel am Schlagzeug und mir. Und wir haben den ein bisschen umgeschrieben, sodass sich jeder musikalisch und menschlich von euch verabschieden kann. Ihr wart ein absolut zauberhaftes Publikum und ich glaube, ich spreche im Namen von allen, dass es unglaublich schön war, die Stimmung hier, die uns einfach total berührt hat. Vielen Dank. Thank you.
Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Bevor wir uns jetzt alle trennen und ihr nach Hause geht und wir uns dann zwei Jahre lang nicht wiedersehen, eine kleine Bitte. Wenn wir sowas wieder überlegen, ob wir sowas nochmal machen, und ich glaube, die Gefühle sind sehr intensiv, dann würden wir gerne diese Power, die wir jetzt hier gerade sehen und fühlen, gerne mitnehmen in die nächsten Monate und in die Jahre, wo wir manchmal harte Durststrecken überwinden müssen, überlegen, kommen überhaupt Leute in die Kirche? Haben wir einen Online-Shop gebastelt, dann sind da drei Anmeldungen und denken wir, kommt da überhaupt jemand? Es ist, was wir heute Abend hier geschafft haben, war alle gemeinsame harte Arbeit. Ich schaue auch gerade mal die Ivi an. Jeder hier hat einen riesengroßen Teil beigetragen. Aber es ist manchmal wirklich harte Arbeit. Das heißt, bitte, wenn es euch gefallen hat, gebt uns ein Feedback. Man macht das heutzutage elektronisch. Man geht da irgendwie auf Facebook. Man geht da irgendwie auf unsere Website. Ihr habt alle die Zettel, wo die Website steht. Und schreibt uns was Nettes. Schreibt einfach, es hat euch gefallen und wir sollen es vielleicht wieder machen. Dann, glaube ich, haben wir auch die Kraft. Vielen Dank.